Mehr Demokratie wagen, aber wie, ist unser Thema heute. Und die Landeszentrale hat das Thema aufgenommen, weil es in letzter Zeit doch stärker in die Diskussion gekommen ist. Man hat das vernommen, zuletzt bei der Bundespräsidentenwahl, vielleicht aber auch in der jüngeren Vergangenheit zu vielen Anlässen. Denken wir an TTIP, denken wir an Brexit und einige anderen Dinge. Auch der Landtag hat eine Enquete-Kommission eingerichtet, vor einem Monat etwa. Und auch diese Enquete-Kommission beschäftigt sich auch unter anderem mit der Frage direkter Demokratie. Und man kann also sagen, das Thema hat Konjunktur. Und das wäre jetzt alleine schon ein Grund, dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund. Das Thema setzt sich mit einem Kernbestandteil unseres politischen Systems auseinander. Es stellt hier Grundfragen. Und die Antworten und die Schlussfolgerungen, die wollen sehr gut bedacht sein. Denn es geht hier um ein hohes Gut, es geht um unsere Demokratie, um unsere Gesellschaft, letztlich auch um die Frage, wie wir leben wollen. Der Brexit war sicherlich keine gute Werbung für direkte Demokratie. Andererseits aber wirft der Vertrauensverlust, den Eliten weltweit leiden, Fragen auf. Und eine Antwort könnte auch mehr Demokratie sein. Ich sehe da, hier kommt noch ein Abgeordnete, falls es dort hinten eng wird mit den Plätzen, hier vorne wird nach dem Vortrag von Herrn Decker frei, also da werden dann auch noch Sitzplätze sein. Also es geht hier auch darum, Gutes und Bewährtes einerseits zu bewahren, aber auch Offenheit für die Zeichen der Zeit zu zeigen. Das Thema ist nicht ganz einfach, es hat sehr viele Facetten. Deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen ein großes Podium mit Experten vorstellen darf. Die sitzen jetzt sozusagen hier in der Reihe, damit Sie nachher den Vortrag von Herrn Professor Decker auch, die Folien auch entsprechend sehen können. Sehr geehrte Damen und Herren, es sind die Landesvorsitzenden und stellvertretenden Landesvorsitzenden der im Landtag vertretenen Parteien dabei. Man könnte auch sagen, wer, wenn nicht die Politiker, sind Experten, wenn es um Demokratie geht. Und wir haben nicht nur Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien dabei. Wer sich die letzte Landtagswahl nochmal vergegenwärtigt, weiß, dass es da um die 5%, um der 5%-Hürde doch ein paar Kuriositäten gegeben hat. Die Grünen haben das so gerade eben geschafft, sind heute in der Regierung. Die FDP, die hat das so gerade eben nicht geschafft, ist außen vor, ist jetzt nicht im Landtag, so kann es gehen. Aber das soll heute keine Rolle spielen. Und vielleicht haben Sie es schon gesehen, wir haben auch einen Vertreter der FDP dabei, einer, der auch sehr bekannt ist hier im Lande, der frühere Finanzminister und Fraktionsvorsitzende der FDP. Ich freue mich, Herr Professor Dr. Paquet, dass Sie heute hier bei uns sind. Die Bündnisgrünen, die hatte ich schon erwähnt. Ich begrüße da die Landesvorsitzende, anders als im Programm ausgewiesen, die Landesvorsitzende Shibora Seidlitz. Die Grünen haben ja Gott sei Dank zwei Landesvorsitzende und wenn dann einer ausfällt, kann der eine andere einspringen. Das in diesem Fall haben wir das hier so gemacht. Die SPD ist vertreten mit Frau Dr. Pehle, stellvertretende Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Landtag. Ich begrüße auch den stellvertretenden Landesvorsitzenden der Linken, Herrn Schindler. Herr Schindler bewirbt sich, glaube ich, auch um ein Bundestagsmandat jetzt bei der nächsten Wahl.
Für die AfD ist der Fraktions- und Landesvorsitzende Poggenburg hier und last but not least für die CDU der stellvertretende Landesvorsitzende, den wir aber präsenter haben als Finanzminister. Heute ist aber hier als stellvertretender Landesvorsitzender. Wir freuen uns auf Sie, Herr Minister Schröder. Ja, wenn es um Formen direkter Demokratie geht, sind Politiker natürlich nicht nur Experten, sondern sie sind auch Partei. Bei der direkten Demokratie geht es ja auch ein bisschen darum, dass Politiker sozusagen Macht abgeben und Möglichkeiten beschnitten werden. Daher wäre es wahrscheinlich nicht günstig gewesen, wenn wir hier bei den Experten nur Politiker eingeladen haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute auch noch von jemandem unterstützt werden, der ebenfalls parteiisch ist, sozusagen Lobbyist ist, auch für die Sache der direkten Demokratie. Ich begrüße Herrn Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie. Er ist dort Bundesvorstandssprecher. Nach so viel Partei ist es vielleicht auch günstig, wenn wir jemanden dabei haben, der die Sache vielleicht etwas objektiver, mit objektivem Abstand beobachtet und dennoch tief in der Thematik drinsteckt. Und da freue ich mich, dass wir Herrn Professor Dr. Decker gewinnen konnten vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität in Bonn. Er ist auch wissenschaftlicher Leiter der Bonner Akademie für Forschung und Lehre und er wird uns auch gleich zu dem Thema hier eine Einführung geben. Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht noch ein Wort zum Ablauf der Veranstaltung. Wir werden die Einführung zunächst mit einem Vortrag von Herrn Decker machen, habe ich eben gesagt. So etwa eine halbe Stunde, denke ich mal, haben wir dafür eingeplant. Dann werden wir uns mit dem Thema beschäftigen und zwar zunächst mit dem umstritteneren Teil, nämlich dem Teil direkte Demokratie auf Bundesebene. Dort sollen die Parteienvertreter kurz ihre Position darlegen und sollen sie auch entsprechend begründen. Herr Decker und ich, die so ein bisschen objektiver sind, werden uns auch ein bisschen rausnehmen, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal zu intervenieren. Und dann möchte ich dann zum Schluss dieser ersten Runde Herrn Beck die Möglichkeit geben, auf das Gesagte zu reagieren und auch die Vorstellung und die Position des Vereins Mehr Demokratie darzustellen. Und spätestens dann, denke ich mal, werden wir in der lebendigen Debatte schon sein und die werden wir auch etwas laufen lassen und werden uns dann den Bereich der Landes- und Kommunalpolitik zuwenden. Und wenn sich alle hier auf dem Podium relativ kurz fassen, dann hoffe ich, dass wir vielleicht so gegen 19.30 Uhr die Diskussion öffnen können, dass Sie auch zu Wort kommen und mitdiskutieren können. Nun wollen wir aber nicht weiter Zeit verlieren, Herr Professor Dr. Decker. Ich gebe Ihnen nun das Wort, vielleicht auch mit der Frage, brauchen wir mehr direkte Demokratie? Und wenn ja, wie sollten wir sie aus Ihrer Sicht am besten organisieren? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich wieder in Magdeburg bin. Ich war vor einem halben Jahr genau in diesem Raum zum Thema Rechtsextremismus. Ich glaube, das war eine Veranstaltung vom Innenministerium organisiert. Diese Einladung, Herr Lieb, von der Landeszentrale habe ich gerne angenommen, weil ich mich mit dem Thema seit langem intensiv beschäftige. Und natürlich ist es für einen Wissenschaftler auch geboten, sich in die politische Debatte einzumischen. Ich habe eine klare Position zu dem Thema. Also Objektivität bedeutet ja nicht, dass man nicht auch eine Meinung vertritt. Das ist allerdings keine
Meinung pro oder contra direkte Demokratie, sondern das wird ein wesentlicher Bestandteil auch meiner Überlegungen sein. Es gibt nicht die direkte Demokratie, sondern es gibt unterschiedliche Formen, Varianten, Verfahren der direkten Demokratie, die hinsichtlich ihrer Integrierbarkeit in das vorhandene repräsentative parlamentarische System unterschiedlich zu beurteilen sind. Warum beschäftigt uns das Thema? Warum haben wir eine auch aktuelle Debatte um die direkte Demokratie? Zunächst einmal ist es tatsächlich so, die Forderung nach mehr direkter Demokratie ist in Deutschland immer ein Anliegen der linken Parteien gewesen, mit einer gewissen Einschränkung bezogen auf die FDP, die sich diese Forderung, was die Bundesebene angeht, auch zu eigen gemacht haben. Und jetzt haben wir insoweit eine Veränderung, als sich der Rechtspopulismus dieses Themas bemächtigt. Das führt auch zu einem gewissen Umdenken, nach meiner Beobachtung, bei denjenigen, die sich bisher diese Forderung immer zu eigen gemacht haben. Zum anderen haben wir ganz konkrete Erfahrungen mit Volksentscheiden. Wir sehen die Ergebnisse von Volksentscheiden auf nationaler Ebene. Sie haben das Beispiel des Brexit genannt. Wobei ich mich über die Kommentierungen auch in der deutschen Presse zum Brexit etwas gewundert habe. Da wurde der Brexit so nach dem Motto kommentiert, da sieht man mal wieder, was die direkte Demokratie anrichtet. Meines Erachtens liegt aber das Problem beim Brexit nicht beim Volk, das jetzt so abgestimmt hat, sondern wer hat denn den Brexit herbeigeführt? Wer hat denn diese Abstimmung ausgelöst? Das waren die Regierenden, das war der Premierminister und der heutige Außenminister, der sich äußerst opportunistisch verhalten hat in dieser Frage, wohl davon ausgehend, dass es am Ende keine Mehrheit geben würde. Also man prügelt hier die direkte Demokratie, müsste aber eigentlich die repräsentativen Institutionen kritisieren, die sich unverantwortlich verhalten haben in dieser Frage. Wir machen aber auch Erfahrungen mit dem Instrument, wo es diese Verfahren schon gibt, auf der Länderebene, und auch dort ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten bei den Befürwortern, die zum Beispiel gesehen haben, dass in Hamburg dann eine Schulreform, ein progressives Anliegen, das auf der Agenda der Regierungspolitik stand, dann an den Bürgern gescheitert ist. Nun will ich gleich zu Anfang sagen, dass man die direkte Demokratie nicht vom Ergebnis her kritisieren sollte. Also nicht deshalb, weil einem vielleicht die Ergebnisse von Abstimmungen nicht gefallen. Uns gefallen ja auch die Ergebnisse von Wahlen nicht, je nachdem, auf welcher Seite wir uns gerade befinden. Jetzt haben wir aber doch die interessante Situation, dass der Blick auf die direkte Demokratie sehr stark davon geprägt ist, in welcher Situation man sich gerade befindet politisch, in der Regierungsverantwortung oder in der Opposition. Die Forderungen nach der Einführung direktdemokratischer Verfahren in das Grundgesetz sind immer von Parteien ausgegangen, die sich gerade zu dem Zeitpunkt in der Opposition befanden, mit einer Ausnahme im Jahre 2002 hat die damalige rot-grüne Regierung einen Entwurf eingebracht, aber sie wusste natürlich, dass der keine Chance haben würde, und insoweit war das wahrscheinlich wohlfeil, wenn eine Mehrheit in Reichweite gewesen wäre, hätte man sich wahrscheinlich anders verhalten. Warum haben wir eine so starke Unterstützung der direkten Demokratie von Seiten der Bürger? Wir haben in Bonn, vielleicht der Werbeblock gleich zu Anfang. Das Buch ist jetzt, wir sind ja hier bei der Landeszentrale, das ist natürlich für einen Wissenschaftler auch nicht schlecht, von der Bundeszentrale für politische Bildung in die Schriftenreihe übernommen worden und ab jetzt auch lieferbar. Ich weiß nicht, ob es 2 € oder 4 € kostet, aber auf jeden Fall wesentlich weniger als die Verlagsausgabe. Und damit kann natürlich auch eine größere Verbreitung erzielt werden als nur über die Verlagsausgabe. Wir haben selber eine Umfrage gemacht in Nordrhein-Westfalen, und dann haben wir die Bürger zum Beispiel gefragt, welche Reformmaßnahmen
die Demokratie verbessern könnten. Und dann sehen Sie, es soll auch über Sachfragen abgestimmt werden können. Also mehr direkte Demokratie, das befürworten 70%. Die Wertschätzung der direkten Demokratie haben wir anhand verschiedener Argumente abgeprüft. Bei Volksentscheiden können die Bürger selbst politische Themen einbringen, das bejahen 81%. Volksentscheide führen dazu, dass die Bürger zufriedener sind, 70%. Also wir haben eine sehr starke Wertschätzung der direktdemokratischen Verfahren. Und das dritte Schaubild ist auch sehr aufschlussreich. Wir haben die Bürger gefragt, wie sie eigentlich darauf reagieren würden am liebsten, wenn sie mit einem bestimmten Vorhaben, einer bestimmten Maßnahme nicht einverstanden sind. Wie würden Sie dagegen vorgehen? Und da sehen Sie, dass nur eine Minderheit sagt, ich würde vor Gericht gehen oder ich würde an einer Demonstration teilnehmen. Die mit Abstand meiste Unterstützung in diesem Fall, also das bevorzugte Protestverhalten, ist die Unterstützung eines Volksbegehrens gegen eine solche Entscheidung. Wie kann man diese hohe Wertschätzung der direkten Demokratie erklären? Ich sehe im Wesentlichen drei Punkte. Zum einen, im Unterschied zu anderen Verfahren der politischen Beteiligung, ist die Teilnahme an Volksabstimmungen ein eher niedrigschwelliges Verfahren, Instrument. Man muss sich natürlich ein bisschen informieren, auch mit der Sachfrage beschäftigen. Insoweit ist es etwas anspruchsvoller, als an Wahlen teilzunehmen, weil Wahlen generalisierte Vertrauensabstimmungen sind. Nicht? Da geht es darum, wollen wir das Land eher Herrn Schulz oder Frau Merkel anvertrauen. Bei Abstimmung geht es um konkrete Sachfragen. Da muss man sich natürlich mit der Materie etwas vertraut machen. Aber die Schwelle ist trotzdem niedriger als bei anderen Formen und Verfahren der Partizipation. Denken Sie an etwa an die Parteimitgliedschaft oder denken Sie auch an Instrumente, die ja überall auch vorgehalten werden, wie Bürgerhaushalte. Davon macht dann eben auch nur eine sehr kleine Minderheit in der Regel Gebrauch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das kann man gerade an diesem Vergleich mit Bürgerhaushalten sehen. Bei Volksabstimmungen entscheiden die Bürger, entscheidet das Volk verbindlich. Es entscheidet anstelle des parlamentarischen Gesetzgebers. Und das ist etwas anderes, als wenn sie sich etwa an einem solchen Beratungsverfahren beteiligen. Da können die verantwortlichen Institutionen, die Repräsentanten, können die Vorschläge aufnehmen, aber am Ende liegt bei ihnen die Entscheidung. Das ist bei der direkten Demokratie anders. Die Bürger entscheiden verbindlich und deshalb erfahren diese Verfahren eine größere Wertschätzung als die unverbindlichen Verfahren. Und der dritte Punkt, der hat natürlich zu tun mit der Unzufriedenheit der Menschen, der Verbreiteten. Das ist ein Phänomen, das wir seit den 80er Jahren im Grunde auch in Schüben beobachten, der Unzufriedenheit mit den bestehenden repräsentativen Institutionen, mit der bestehenden Parteiendemokratie. Man kann sagen, das Eintreten für mehr direkte Demokratie ist die Kehrseite der Unzufriedenheit mit den repräsentativen Institutionen. Und insoweit kann man auch erklären, warum sich jetzt der Rechtspopulismus dieser Forderung bemächtigt, weil der Rechtspopulismus ja gerade das politische Establishment, eben diese repräsentativen Institutionen kritisiert, weil sie sich angeblich von den Bedürfnissen, den Meinungen, den Interessen der Menschen zu weit entfernt haben. Und die direkte Demokratie bietet die Möglichkeit, den Volkswillen auf direktem Wege, sozusagen authentisch, unverfälscht zu verwirklichen. Und Sie können das bei allen Parteien sehen auf der europäischen Ebene, dass diese Forderung erhoben wird. Die AfD hat in ihrem Stuttgarter Programm das auch noch mal konkretisiert. Sie tritt ein für die Einführung der direktdemokratischen Elemente nach Schweizer Vorbild. Und die Instrumente der direkten Demokratie in der Schweiz, insbesondere das fakultative Referendum, ich werde das gleich auch erklären, die sollen eben auch in Deutschland übernommen werden. Ich werde in der verbleibenden Zeit mich auf diese drei Fragen konzentrieren. Die erste Frage
bezieht sich auf das in Deutschland dominierende Verfahren, die in Deutschland dominierende Variante der direkten Demokratie, die in allen 16 Länderverfassungen und in Form von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid auch auf der kommunalen Ebene realisiert ist, die sogenannte Volksgesetzgebung. Die Volksgesetzgebung ist nur ein Verfahren, eine Variante der direkten Demokratie. Und wenn Sie sich etwas merken aus diesem heutigen Vortrag, dann sollte es das sein. Das ist nämlich der zentrale Punkt. Die direkte Demokratie, die Bewertung der direkten Demokratie ist maßgeblich davon abhängig, wer berechtigt sein soll, einen Volksentscheid, eine Volksabstimmung herbeizuführen. Es ist immer die Rede von dem Volksentscheid auf Bundesebene. Der Volksentscheid steht aber immer nur am Ende eines plebiszitären Verfahrens. Und die Schlüsselfrage ist, wer löst denn dieses Verfahren aus? Wer ist berechtigt, einen Volksentscheid herbeizuführen? Und da kann man grob drei Varianten unterscheiden. Zum einen kann in der Verfassung selber vorgeschrieben sein, dass über bestimmte Dinge ein Volksentscheid stattfinden muss, zwingend. Das gibt es auf der Länderebene nur in Hessen und in Bayern. Dort ist vorgeschrieben, dass über Verfassungsänderungen automatisch auch das Volk abstimmen muss. Das nennt man das Obligatorische, also das verpflichtende Referendum. Zum Zweiten besteht die Möglichkeit, dass die Regierung oder das Parlament, das heißt die Parlamentsmehrheit, möglicherweise auch eine qualifizierte Parlamentsmehrheit, damit die Opposition nicht umgangen wird, selber eine bestimmte Frage dem Volk zur Zustimmung oder zur Entscheidung vorlegt. Das nenne ich zur besseren Unterscheidung das einfache Referendum. Man könnte auch sagen, das ist das von oben, von den Regierenden ausgelöste Referendum. Merkwürdigerweise haben wir in der Bundesrepublik auf der Länderebene nur in wenigen Bundesländern dieses Verfahren. In Hamburg ist es vor 2 Jahren extra neu eingeführt worden, um den Bürgern die Abstimmung über die Olympiabewerbung der Hansestadt zu ermöglichen. Auch die Abstimmung über Stuttgart 21 in Baden-Württemberg war ein von oben, also von den Regierenden selber ausgelöstes Verfahren, genauso wie der Brexit. Und da haben wir auch eine interessante Gemeinsamkeit, denn diese von oben ausgelösten Verfahren, von der Regierung selber ausgelösten Verfahren, kommen häufig dann zum Tragen, wenn die Regierung, in der Regel sind das ja Regierungskoalitionen, aber es kann auch eine Einparteienregierung sein, wie in Großbritannien, wenn die in einer bestimmten Frage uneins sind, wenn die gespalten sind, dann reichen die diese Frage gewissermaßen an das Volk weiter. So war es bei Stuttgart 21, Rot und Grün, die waren in der Frage unterschiedlicher Meinung. Das Volk hat da quasi eine Schiedsrichterrolle eingenommen und der Brexit ist natürlich herbeigeführt worden wegen der Uneinigkeit der Konservativen in Großbritannien über die europäische Integration. Solche Verfahren kommen auch nicht sehr häufig vor, denn es gehört ja eigentlich zum Wesen der parlamentarischen Demokratie, dass Regierungen geschlossen auftreten müssen. Und dann haben wir die dritte Variante. Und die dritte Variante ist die, die in Deutschland dominiert. Das sind die Verfahren, die von den Bürgern selber ausgelöst werden, von unten. In Deutschland auf der Länderebene überall in einem dreistufigen Verfahren realisiert, Volksinitiativen, relativ geringe Zahl von Unterschriften. Dann müssen schon mehr Bürger mobilisiert werden für ein Volksbegehren. Und wenn dieses Volksbegehren erfolgreich ist, kommt es dann zu einem Volksentscheid. Auch dort können noch zusätzliche Hürden aufgebaut werden in Form einer Mindestbeteiligung oder Mindestzustimmung zusätzlich zur Mehrheit der Abstimmenden. Wichtig ist, dass man bei den von unten ausgelösten Verfahren noch einmal zwei Varianten unterscheidet. Jenseits der Volksgesetzgebung, bei der Volksgesetzgebung geht die Initiative selber vom Volk aus. Das heißt, das Volk, das heißt in der Praxis immer eine Minderheit des Volkes, zunächst einmal eine kleine Minderheit, macht selber einen Vorschlag. Das Volk schreibt gewissermaßen selber das Gesetz.
Und davon zu unterscheiden ist die Variante der direkten Demokratie von unten, die in der Schweiz dominiert. Dort hat das Volk nicht die Möglichkeit, selber Gesetze vorzuschlagen, sondern das Volk kann nur gegen bereits verabschiedete Gesetze das Veto einlegen, indem es eine Abstimmung über dieses Gesetz beantragt. Das ist in der Schweiz relativ leicht möglich. Nur 50.000 Unterschriften müssen gesammelt werden. Das Gesetz tritt erstmal nur vorläufig in Kraft. Innerhalb von 3 Monaten muss dann dieses Referendum beantragt werden. Und wenn das geschafft ist, sind die meisten Referenden erfolgreich. Etwa 2/3 der Abstimmungen bringen dann die von der Regierung beschlossenen Gesetze tatsächlich zu Fall. Dieses Verfahren, in der Schweiz nennt man das fakultatives Referendum, ich finde den Begriff Veto-Initiative besser, weil er deutlich macht, worum es geht, nämlich das Veto gegen ein bereits beschlossenes Gesetz einzulegen, gibt es auf der Länderebene in Deutschland nirgendwo, beziehungsweise nur in thematisch eingeschränkter Form. Und in Sachsen-Anhalt, im Nachbarland, im südlichen Nachbarland Thüringen, wird jetzt dieses fakultative Referendum von der CDU vorgeschlagen als Erweiterung der Palette der direktdemokratischen Instrumente. Warum sind nun diese von unten ausgelösten Verfahren ein Problem? Sie sind ein Problem, weil sie sich mit der Funktionslogik unserer parlamentarischen Parteiendemokratie nicht vertragen. Diese Funktionslogik basiert darauf, es ist eigentlich ganz einfach und trotzdem schwer zu verstehen, dass die Regierung ein Mandat bekommt vom Wähler, die regierende Mehrheit, die Parlamentsmehrheit trägt ja die Regierung politisch und dass sich dieses Mandat mit einem Gestaltungsmonopol über die Gesetze verbindet. Und die Opposition ist in der Minderheit, die Opposition regiert nicht. So einfach ist es. Die Regierung regiert und die Opposition regiert nicht. Das ist bisweilen frustrierend, denn wenn die Opposition vernünftige Vorschläge macht, muss sie trotzdem damit rechnen, dass die Regierung aus Prinzip diese Vorschläge ablehnt. Aber so ist das System. Wenn nun die Bürger selber die Möglichkeit haben, auch durchaus unpopuläre Gesetzesvorhaben der Regierung, und manche Vorhaben sind unpopulär. In Thüringen geht es jetzt zum Beispiel um die Gebietsreform. Das ist kein Gewinnerthema und jede Regierung wäre in einer solchen Situation. Wenn man nun diese Verfahren hat, wird natürlich die Opposition diese Verfahren auch benutzen wollen, um der Regierung das Leben schwer zu machen, um die Regierungspolitik zu durchkreuzen, um allein durch die Androhung, diese Verfahren zu nutzen, die Regierung zu Zugeständnissen zu zwingen. Und damit wird über kurz oder lang das auf dem Gegenüber von regierender Mehrheit und Opposition basierende System, das ja letztlich darauf beruht, dass die Opposition selber Regierung werden will, also die Regierung bei den kommenden Wahlen ablösen will, dieses System wird über kurz oder lang in Richtung eines Konsenssystems transformiert. Und das kann man in der Schweiz historisch nachweisen. Dort hat die direkte Demokratie von unten dazu geführt, dass es gar kein Gegenüber von Regierung und Opposition mehr gibt, weil alle maßgeblichen Parteien in die Regierung aufgeworden sind. Und das natürlich deshalb, weil die Regierung immer damit rechnen muss, dass gegen eines ihrer Vorhaben das Referendum ergriffen wird. Und deshalb tut sie gut daran, Einwände, Vorbehalte, Widerstände gegen diese Vorhaben schon vorab zu berücksichtigen, indem man das Ganze auf eine breite Interessenbasis stellt. Und das macht man am besten dadurch, dass man die anderen auch schon mit in die Regierung mit aufnimmt. Man kann jetzt darüber streiten, ob dieses System, wo die Oppositionsrechte vom Volk ausgeübt werden, wie in der Schweiz, oder unser System, wo die Opposition im Parlament von der dortigen Minderheit ausgeübt wird, ob dieses oder jenes System das bessere ist. Nur dieser Streit, das sage ich als Politikwissenschaftler, sozusagen auf der Basis von Forschungen, die sich auch mit anderen Bereichen des politischen Systems beschäftigen, dieser Streit ist müßig. Denn diese jeweiligen Systeme sind historisch gewachsen.
Und sie können nicht Elemente eines bestimmten Systems gleichsam in eine andere politische Kultur verpflanzen. Das Schweizer Edelweiß geht ein, wenn man es in den märkischen Sand einpflanzt. So, wir haben unsere eigene Tradition. Und ich denke, das müssen wir ganz zwingend bei dieser Diskussion berücksichtigen. Wenn das so ist, drängt sich natürlich eine Frage auf. Warum haben wir denn dann diese Verfahren? Es ist auch im internationalen Vergleich total auffällig. Wenn wir das jetzt propagieren für die Bundesebene, müssen wir uns mal umschauen, welche anderen Länder, und die Verfassungsgeber sind ja nicht alle schlauer oder dümmer als in der Bundesrepublik, welche anderen Länder haben denn die von unten ausgelösten Verfahren? Und da werden wir nicht fündig. Es gibt keine einzige parlamentarische Demokratie unter den alten, etablierten Demokratien, die Volksgesetzgebung auf der nationalen Ebene hat. Es gibt ein Land, das die Veto-Initiative eingeführt hat, das ist Italien. Das hatte aber dort auch eine gewisse Berechtigung, weil die italienische Demokratie zumindest bis in die 90er Jahre eine blockierte Demokratie war. Es gab in Italien gar keine Möglichkeit des Regierungswechsels. Die Regierungen haben zwar so häufig gewechselt wie in keinem anderen Land, aber es haben immer dieselben regiert. Immer die Democrazia Cristiana in Verbindung mit anderen Parteien. Und da war es durchaus auch sinnvoll, dass es ein plebiszitäres Korrektiv gegeben hat. Aber ansonsten finden Sie das nirgendwo. Und die Frage ist doch berechtigt, warum ausgerechnet in Deutschland das jetzt auf der nationalen Ebene eingeführt werden soll. Um diese Frage zu beantworten, muss man weit in die deutsche Verfassungsgeschichte zurückgehen. Die Volksgesetzgebung ist eine Erfindung, wenn man so will, der SPD. Und ich weiß nicht, ob Ihnen hier der Name Moritz Rittinghausen geläufig ist. Er kommt aus meiner Heimat, aus dem Rheinland. Es war ein Frühsozialist, Mitglied des Paulskirchenparlaments. Und Rittinghausen hat damals die direkte Gesetzgebung durch das Volk konzipiert als Antwort auf die Nicht-Integration der aufkommenden Arbeiterbewegung in den Parlamentarismus, in das damalige repräsentative System, wobei man repräsentativ nur in Anführungszeichen setzen kann. Und die SPD hat dann diese Forderung aufgenommen in das Eisenacher Programm 1869. Und die Forderung ist niemals aufgegeben worden, obwohl die Partei in dem Maße, in dem sie dann tatsächlich im Kaiserreich auch hineingewachsen ist in den Parlamentarismus, ihr Interesse an der direkten Gesetzgebung verloren hat. Sie hat die Forderung niemals aufgegeben. Und als sich dann die Chance bot, im Jahre 1918 das einzuführen, ist man darauf zurückgekommen. Und dann kam 1918, damals ist ja das parlamentarische System in Deutschland erst eingeführt worden mit der Weimarer Republik, dann kam noch etwas anderes hinzu. Sowohl die Konservativen als auch die Sozialdemokraten haben diesem parlamentarischen System nicht über den Weg getraut, weil sie aus der Rezeption der britischen Verfassungspraxis gefürchtet haben, dass die Mehrheit im parlamentarischen System durchregieren kann. Und das war ihnen nicht geheuer. Und deshalb, das Kaiserreich war ja von seiner Verfassungsstruktur her ein dualistisches System, auf der einen Seite die nicht demokratisch legitimierte Regierung, auf der anderen Seite aber ein durchaus starker Reichstag, der mitregiert hat. Das war ein Gewaltenteilungssystem. Und man hat jetzt befürchtet, dass die Gewaltenteilung unter die Räder kommt. Und deshalb haben die Konservativen gesagt, wir brauchen ein Gegengewicht in Form eines starken Reichspräsidenten. Der sollte der Ersatzmonarch sein. Und die Sozialdemokraten und die progressiven Liberalen haben gesagt, die Volksrechte sollen das Gegengewicht sein. Und was macht man dann, wenn man unterschiedliche Positionen hat? Man macht einen Kompromiss. In der Weimarer Verfassung wurde dann beides eingeführt, auch miteinander verschränkt, indem zum Beispiel der Reichspräsident die Möglichkeit hatte, ein Gesetz vor das Volk zu bringen. Und auf der Länderebene gab es ja keinen vom Regierungschef abgetrenntes, separates Staatsoberhaupt. Die Fürstentümer sind ja überall abgeschafft worden. Das heißt, dort wurde dann diese Korrektivfunktion ausschließlich den plebiszitären Verfahren überantwortet. Die wurden in Weimar in allen Ländern eingeführt. Und entgegen der Legende von den negativen Weimarer Erfahrungen
sind diese plebiszitären Verfahren in allen Landesverfassungen, die vor dem Grundgesetz entstanden sind, zum Beispiel in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen, selbstverständlich wieder eingeführt worden. Nur sie haben dann ein Schattendasein gefristet, sie kamen nicht zum Einsatz, weil die Bürger in der aufstrebenden Bundesrepublik mit der Demokratie zufrieden war. Und erst als sich dann eine zunehmende Unzufriedenheit seit den 80er Jahren bemerkbar macht, hat man die plebiszitären Verfahren wiederentdeckt. Dort, wo es sie gab, hat man sie zum Leben erweckt und dort, wo es sie nicht gab, hat man sie eingeführt. 1996 war dann der Schlussstein, Hamburg war das letzte Land, das die Volksgesetzgebung eingeführt hat. Ja, was folgt daraus jetzt für die Länder und was folgt daraus für den Bund, für die Bundesebene? Und ich sage gleich vorab, dass man diese Dinge strikt trennen muss. Es steht nirgendwo geschrieben, dass die Regierungssysteme auf der Länderebene und auf der Bundesebene gleich beschaffen sein müssen. Wir haben auf beiden Ebenen das parlamentarische System, aber wir haben zum Beispiel in den Ländern keine zweite Kammer, wir haben kein separates Staatsoberhaupt. Also es gibt schon Unterschiede. Und wir haben in den Ländern überall die Verfahren der Volksgesetzgebung, allerdings nicht die anderen Verfahren der direkten Demokratie, mit wenigen Ausnahmen. Und wir haben sie auf der Bundesebene nicht. Das heißt, wenn meine Analyse zu dem Ergebnis kommt, dass die von unten ausgelösten Verfahren ein Problem sind, dann wird es auf der Länderebene trotzdem nicht möglich sein, diese Verfahren wieder abzuschaffen, sondern wir müssen mit diesen Verfahren umgehen. Und ich muss noch eins ergänzen, was im Grunde diesen Widerspruch zum parlamentarischen System untermauert, neben den ausländischen Beispielen, die uns zu denken geben sollten. Die direktdemokratischen Verfahren sind in den Länderverfassungen so ausgestaltet, dass ihre Anwendbarkeit sehr stark beschnitten ist. Das fängt bereits bei der Frage an, über was überhaupt abgestimmt werden darf. Übrigens lässt sich das gar nicht so leicht ermitteln. Also ich bin in meinen Untersuchungen gekommen, bei einigen Bundesländern bis auf 80% von Gesetzesmaterien gekommen, über die nicht abgestimmt werden darf. Also wesentliche Bereiche, vor allem wenn die Gesetze finanzwirksam sind, dann berühren sie den Haushalt und das ist der direkten Demokratie entzogen. Auch die nachgelagerte Verwaltung, die eigentlich ein ganz wesentlicher Bereich der Länderpolitik ist, ist dem plebiszitären Zugriff entzogen. Also über vieles darf gar nicht abgestimmt werden. Und dann kommen die Quoren. Und die sind in einigen Bundesländern so hoch, dass die direkte Demokratie in der Praxis überhaupt nicht zum Tragen kommt. Sie steht nur auf dem Papier. Und es gibt weitere Verfahrensregeln, die die Anwendbarkeit erschweren. Manchmal ist das Kleingedruckte sehr wichtig. Zum Beispiel die Frage, wann ein Volksentscheid stattfindet. Ob er zeitgleich mit einer regulären Wahl stattfindet oder an einem separaten Termin. Die ist ganz zentral für die Frage, ob das Quorum erreicht wird. In Berlin wird jetzt die Zusammenlegung mit Wahlen eingeführt, weil die dortige rot-rot-grüne Regierung das ja auf die Fahnen sich geschrieben hat, die direkte Demokratie auch besser anwendbar zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie groß die Freude sein wird, wenn am 24. September dann die von der FDP lancierte Volksbegehren für die Offenhaltung des Flughafens Tegel, wenn die zum Erfolg gebracht wird. Die Berliner haben an einem separaten Termin über die Verstaatlichung oder den Rückkauf der Energienetze abgestimmt und das ist gescheitert an mangelnder Beteiligung. In Hamburg hat man über dieselbe Frage parallel zur Bundestagswahl 2013 abgestimmt und es gab eine knappe Mehrheit für den Rückkauf der Energienetze. Also diese Stellschrauben sind sehr wichtig für die Anwendbarkeit. Und meine These ist, dass die Restriktionen, die Nicht-Anwendbarkeit der direkten Demokratie und die Entscheidung für dieses Volksgesetzgebungsmodell, was in das parlamentarische System nicht passt, zwei Seiten einer Medaille sind. Gerade dadurch, dass sie nicht anwendbar ist, kann man die Systemverträglichkeit noch aufrechterhalten. Allerdings
haben die Vertreter, die Lobbyisten der Verein Mehr Demokratie völlig recht, wenn sie sagen, das ist doch unehrlich, den Bürgern ein Versprechen zu machen, die Volksgesetzgebung einzuführen, dann aber dafür zu sorgen, dass sie in der Praxis gar nicht anwendbar gemacht wird. Nur kann man auf ein Versprechen, kann man mit einem solchen unehrlichen Versprechen auf zweierlei Weise umgehen. Man kann tatsächlich dann dieses Versprechen einlösen. Man kann aber, das sagt die Altersweisheit auch, ein Versprechen oder man darf ein Versprechen vielleicht, von dem man weiß, dass es gar nicht erfüllbar ist, nicht von vornherein abgeben. Und das wäre meine Antwort für die Bundesebene. Für die Länderebene kann das nicht die Antwort sein, denn dort gibt es die Verfahren und dort müssen wir mit den Verfahren auch umgehen. Ich habe hier einige Vorschläge gemacht, die im Grunde sogar darauf abzielen, die Verfahren weiter zu öffnen. Das heißt also, der direkten Demokratie, auch der Volksgesetzgebung, einen größeren Raum zu geben. Ich würde auch empfehlen, auf der Länderebene über andere Verfahren, also etwa über das von oben ausgelöste Referendum nachzudenken. Das beweisen gerade diese Infrastrukturmaßnahmen. Es ist doch völlig absurd, über den Flughafen in Berlin jetzt ein Volksbegehren zu machen und eine Volksentscheidung, nachdem diese Entscheidungen dafür vor 10 oder 15 Jahren bereits getroffen worden sind. Oder wie in Stuttgart 21, wenn die Bagger kommen, sehen die Bürger, hier tut sich was, das gefällt mir nicht, so, und dann wollen sie das revidieren. Es wäre im Vorhinein sinnvoll, über eine solche Maßnahme dann die Bürger entscheiden zu lassen. Und dann kann man sich die Akzeptanz im Vorwege beschaffen. Gerade bei Infrastrukturmaßnahmen sind die von oben ausgelösten Verfahren sinnvoll. Ausgerechnet die sind aber in Deutschland verpönt. Ich denke da immer an meinen Kollegen Werner Patzelt aus Dresden, mit dem ich leidenschaftlich über das Thema diskutiere. Für den ist alles, was von unten kommt, grundsätzlich positiv und gut und alles, was von oben kommt, böse. Wir haben da wahrscheinlich im Hinterkopf, dass auch Diktatoren gelegentlich, um sich den Anschein einer demokratischen Legitimation zu geben, zu diesen Referenden greifen. Nehmen Sie das Beispiel Orbán über die Flüchtlingspolitik, wo er dann allerdings gescheitert ist, oder das Beispiel Putin, der über die Krim-Annexion hat abstimmen lassen. Das war aber natürlich scheindemokratisch. Und ich glaube, dass das Referendum in Deutschland so verpönt ist, hängt eben auch mit dem Missbrauch dieses Instrument durch die Nationalsozialisten zusammen. Und eine beliebte Kritik an diesem von oben ausgelösten Referendum ist, Norbert Lammert sagt das immer, dass sich die Regierenden vor ihrer Verantwortung drücken würden, wenn sie das machen. Nur da habe ich eben auch schon mal gesagt, bei uns drücken sich die Regierenden andauernd vor politischer Verantwortung, indem sie nämlich Entscheidungen an das Bundesverfassungsgericht weiter. Wir haben in ganz wesentlichen Fragen, trauen sich die Politiker gar nicht mehr selber zu entscheiden, nehmen wir das Erbschaftssteuer als letztes Beispiel, weil sie wissen, sozusagen die Sache wird dann in Karlsruhe vorgegeben. Das ist nicht besonders demokratisch, denn die Richter müssen für das, was sie entscheiden, sich nicht vor der Öffentlichkeit, sie sind nicht gewählt, zumindest nicht direkt, und müssen sich dafür nicht rechtfertigen. So, abschließend dann die Bundesebene, das ergibt sich nun, die Volksgesetzgebung ist keine gute Idee, man kann aber über andere Dinge nachdenken, insbesondere über das Referendum. Es gibt einen Punkt, wo eine Initiative von unten, eine Veto-Initiative Sinn machen könnte, nämlich wenn das parlamentarische System nicht funktioniert. Wenn das Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition gestört ist, das könnte zum Beispiel bei einer permanenten großen Koalition der Fall sein, weil die Opposition dann auch bestimmte Instrumente, etwa die Normenkontrolle, mangels Masse gar nicht ergreifen kann. Und das ist der bayerische Fall, wenn eine Partei die Hegemonie hat, wenn eine Partei dauerhaft regiert. Deshalb ist die CSU eigentlich auch der direkten Demokratie aufgeschlossen, steht sie aufgeschlossen gegenüber, weil es ihr in Bayern nützt, wenn der Volkswille ihr gelegentlich mal in den Arm fällt. Und das trägt ja dann dazu bei, dass die CSU-Politik verbessert wird und dann kann ich bei der nächsten Wahl eben wieder bedenkenlos die CSU unterstützen. Deshalb, das ist auch interessant, die CSU unterscheidet sich jetzt auch in dieser Frage deutlich von ihrer Schwesterpartei. Die CDU hat auf dem Essener Parteitag nochmal ganz klar gesagt, wir wollen das nicht auf der Bundesebene.
während die CSU gleichzeitig ihre Forderung jetzt auch konkretisiert hat. Das heißt, sie kann sich auch Initiativverfahren auf der Bundesebene vorstellen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus